Lieben, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's weiter mit der nächsten Goodie Bag. Und zwar ist das so eine riesige Strandtasche von M. Assam. Und was da jetzt alles drin ist, das werde ich euch mal erzählen. M. Assam hatte viele Neuheiten mit dabei, viele neue Düfte. Und ein Duft, eine Komposition hat mir besonders gut gefallen. Und ich freue mich sehr, dass der in der Goodie Bag mit drin ist. Nämlich, einmal habe ich das Duschgel Maracuja Mint dabei. Der Duft ist wirklich absolut perfekt für den Sommer. Fruchtige Maracuja, frische Minze zusammen, das ist einfach, ich würde sagen, Sommer pur, könnte auch ein Cocktail sein. Und ich freue mich sehr, sehr drüber. Mit den 750 Millilitern, da denke ich, werde ich ein paar Wochen, Monate brauchen, ehe ich das hier mal aufgebraucht habe. Aber ich freue mich sehr, sehr drüber. Wer es eben auch ein bisschen frischer in der Dusche mag und fruchtig darf es auch sein, dann probiert doch einfach mal diese Komposition von den beiden Düften. Ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. Auch neu von M. Assam ist die Aqua Intense Reihe. Und ja, ich habe sie am Stand gerochen. Ich fand das sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm, gelartig, zieht schnell ein. Man kann auch quasi so ein Kennenlernset sich bestellen, bei QVC zum Beispiel. Und da war auch was in der Goodie Bag dabei, nämlich einmal die Hyaluron Hals- und Dekolleté-Creme. So, jetzt habe ich quasi so eine Verpackung hier bekommen. Jetzt habe ich gedacht, ich kriege jetzt hier so eine große Tube. Die habe ich auch hier bekommen. Aber ganz, ganz interessant ist, dass hier ein Pinsel ist. Dass es nicht quasi auf die Hand aufgetragen wird und dann eingerieben wird. Nein, das wird dann quasi mit dem Pinsel hier mit aufgetragen. Man kann sie quasi aufdrehen, die Tube, ein bisschen rauskommen lassen von dem Produkt. Und dann mit dem schönen weichen Pinsel vor allen Dingen, dann hier so, so schön auftragen. Finde ich super interessant, sehr, sehr schön. Und gerade im Sommer, wenn man sich so sehr in die Sonne legt, dann darf es nachher auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Feuchtigkeit hier in dem Bereich sein. Von daher freue ich mich sehr darüber, dass das hier mit in der Goodie Bag war. Noch mit dabei in der Goodie Bag war einmal das M. Assam Beauty Magazin. Da lernt man ganz viel über die Marke und die Produkte kennen. Da freue ich mich sehr drüber. Dann einen süßen Schlüsselbund, kann man auch immer gut gebrauchen. Dann die Vinogold Tages- und Nachtcreme. Die ist eher für die reifere Haut, also wird das wahrscheinlich an meine Mama gehen. Dann noch, ja, Gummibärchen finde ich immer sehr, sehr gut und auch ein paar Stifte, die kann man auch mal gut gebrauchen. Ja, und das war also alles in der Goodie Bag von M. Assam. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die M. Assam Goodie Bag gefallen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!